Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu einem kurzen Update begrüßen. Die Stimmung in der europäischen Wirtschaft ist so gut wie lange nicht. Sie können nachvollziehen, dass wir nach dem massiven Einbruch im Rahmen der globalen Finanzkrise und auch den Einbrüchen im Rahmen der Staatsschulden- und Währungskrise in der Eurozone mittlerweile eine deutliche Aufhellung der Stimmung haben. Sie können das hier im Chartverlauf sehr gut nachvollziehen. Wir haben hier eine sehr schöne Bewegung nach oben und das grundsätzlich natürlich eine erfreuliche Tendenz. Auch ein weiterer wichtiger Indikator für die Stimmung in der Eurozone und natürlich auch für die Stimme der Wähler, das ist natürlich das Thema Arbeitslosenquote. Und auch dieser Wert hat sich zumindest nach der offiziellen Lesart sehr positiv entwickelt. Sie können sehen, dass die Arbeitslosenquote von einem sehr, sehr hohen Niveau zu Beginn des Jahres 2012 massiv nach unten gekommen ist, aktuell noch 9,1%. Das grundsätzlich sehr positiv, aber wenn wir etwas genauer hinschauen, dann stellen wir fest, dass wir unterhalb der Oberfläche noch einiges an Problemen haben, denn die Arbeitslosigkeit ist sehr, sehr heterogen. Zum einen haben wir Länder wie Griechenland, wo immer noch ein Wert von rund 22% erreicht wird, Spanien mit 17%, aber auch Frankreich mit 10%, Italien 11%. Und das zeigt auch deutlich, dass hier noch sehr, sehr viel zu tun ist. Auf der anderen Seite auch die Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern der Peripherie extrem erhöht und das führt natürlich dazu, dass weiterhin strukturell von Seiten der Politik sehr viel zu tun ist und das könnte auch das Zinspotenzial der Europäischen Zentralbank hier entsprechend nach oben limitieren. Was die Notenbank trotz der positiven wirtschaftlichen Lage dazu veranlassen könnte, ihre Geldpolitik nur sehr langsam zu verändern, respektive erst vielleicht in 1 bis 2 Jahren über nachhaltige Zinserhöhungen nachzudenken, das ist die entsprechende Aufwertung des Euros. Sie sehen, der Euro im Außenwert rund 12% an Wert zugelegt in diesem Jahr. Das ist natürlich negativ für die Exporteure, denn es verschlechtert ihre Wettbewerbsposition im Ausland. Das wirkt sich positiv aus auf die Inflation, weil das, was wir im Ausland einkaufen, durch unsere stärkere Außenwährung hier begünstigt wird. Aber dieser stärkere Einkaufsfaktor, der reduziert natürlich auch die Inflation und die Inflation ohnehin unter dem Zielkorridor der Europäischen Zentralbank. Also in Summe kann man sagen, positive Daten aus der Wirtschaft, aber alles in allem sollten wir nicht zu positiv werden, was das Thema Zinsanstieg betrifft. Für uns als Anleger resultieren daraus vielfältige Themen. Zum einen haben wir natürlich durch die Aufwertung des Euros vielfältige Auswirkungen auf das Portfolio. Global aufgestellte Portfolios leiden unter der Aufwertung. Das heißt, das, was der Vermögenswert, zum Beispiel eine US-Aktie, einen Gewinn macht, kann durch den Währungsverlust wieder verloren gehen. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass trotz der wirtschaftlichen Entwicklung strukturell noch viel zu tun ist und dass insbesondere das Potenzial der Europäischen Zentralbank aufgrund der Tatsache, dass eine Währungspolitik für alle Länder gemacht wird und nicht nur für die wirtschaftlich Starken, weiterhin sehr begrenzt ist. Also es bleibt viel zu tun in der Eurozone. Die wirtschaftlichen Daten sind sehr, sehr positiv. Für uns als Sparer ändert sich vorerst nichts. Wir müssen weiterhin schauen, dass wir die Portfolios vernünftig strukturieren und vor allem auch die langfristigen Auswirkungen dieser Niedrigzinsphase auf die Altersvorsorge heute richtig verstehen, um auch entsprechend sinnvoll reagieren zu können. In diesem Sinne, Ihnen einen schönen Tag, bis bald, auf Wiedersehen.